Willkommen in meiner Küche. Ich mache heute eine leckere Nudelfanne mit Spargel oder Spargel mit Nudel, mit grünem Spargel. Und da habe ich, also ich mache die Zutaten für zwei Personen, für zwei Erwachsene, weil meine Kinder, glaube ich, werden nicht essen, dass die Spargel. Da ist noch Zwiebel, werden die auch essen, nicht essen, Tomaten sowieso ja nicht. Die bekommen was anderes. Und jetzt hier habe ich 250 Gramm grüne Spargel, die habe ich schon gewaschen. Ja, eine Karotten, ein paar Cocktailtomaten, eine Zwiebel, klein geschnitten, also ja, klein geschnitten. Das ist große Zwiebel, konnte ich auch kleine nehmen. Da habe ich eine Knoblauchzehe, auch dünne Scheiben geschnitten. Da habe ich ja, so 4 bis 5 kleine Innenfilet, also Hähnchen-Innenfilet. Die habe ich schon auf solche Streifen geschnitten, also kleine Streifchen, ja. Und da habe ich schon Salz, Paprika und Pfeffer gegeben. Also rote Paprika, das sind bei mir die Standardgewürze. Nur mit Pfeffer und Salz werde ich mich nicht zufrieden geben. Also das habe ich schon, ja, mariniert. Ach, ein bisschen Öl habe ich gegeben, dass die Gewürze sich richtig gut verteilen. Was noch? Da habe ich ein bisschen trockene Petersilie. Wenn ihr frische habt, könnt ihr frische nehmen. Und da habe ich 250 Gramm Nudeln. Das ist Penne. Die habe ich schon gekocht. Also normal gekocht, ja, 8 Minuten in kochendem Wasser. Und was muss ich jetzt machen? Aha, die Fleisch werde ich mir anbraten. Und die Spargel werde ich die holzige Spitzen abschneiden. Und der Rest in mundgerechte Stücke schneiden. Und in gesalzene Wasser jetzt so 5 bis 7 Minuten kochen. Die Fleisch extra anbraten, erstmal, ja, dass es später nicht so trocken wird. Dann geben wir zum Schluss. Okay, Fleisch habe ich rausgenommen, jetzt werde ich das Zwiebel mit Knoblauch anbraten. Die Tomaten werde ich mir halbieren jetzt. Ich schaue jetzt, ob die Spargel genug sind. Mhm. Ja, die Spargel sind schon bissfest. Die werde ich jetzt aus dem Wasser raus tun und werde ich hier, ja, kurz anbraten, also kräftig anbraten. Wenn auch zu wenig Öl ist, dann gibt die noch ein bisschen mehr Öl. Ich schalte die Herd auf höchste Stufe, gebe ich ein bisschen Öl. Okay, die habe ich so 5-7 Minuten gebraten. Jetzt werde ich das würzen mit Salz, Pfeffer noch und noch ein bisschen rote Paprika. Könnt ihr nehmen, süß und scharf, ist doch wurscht. Und dann kann man die restlichen Zutaten dazu geben. Noch 1-2 Minuten anbraten und ist fertig. Also noch grüner geben. Kommt das Fleisch.
Tomaten. Zuerst so Handvoll Petersilie. Okay, und zum Schluss die Nudeln mischen und dann ist fertig. So, meine Lieben, das ist schon fertig. Ich probiere die Tomaten. Tomate ist heiß. Ich habe schon probiert. Aber das schmeckt sehr lecker. Sehr lecker. Hm. Okay, ich esse hier weiter. Ich hoffe, meine Rezepte hat euch gefallen. Ja, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.